Gut. Nils Gefell. Wie Was sieht's aus, Junge? Crazy, altes Haus. Was willst du hier? Was willst du hier? Junge. Was macht ihr hier? Ey, Wir wir quatschen machen ein bisschen über alte Zeiten. Zeiten. Ey, wir haben nichts zu tun, wir müssen kein Finale spielen, weißt du, deswegen. Herzlich willkommen zur fünften Folge von AllNet Spezial. Aktuell aus dem Hotel. Yes, hallo Sven, wie geht's dir? Es geht mir nicht gut. Es geht mir einfach nicht gut. Gestern, also wir müssen dazu sagen, wir zeichnen ja, heute ist Donnerstag, wir zeichnen am Donnerstag auf und senden aber erst, veröffentlichen die Folge erst am Freitag. Und Donnerstag heißt, gestern Abend war wieder mal Abreisetag. Die Oldenburger hatten letzten Abend im Hotel und Rashid Mal Basic hat unten gezaubert und er hat niemanden weggelassen. Der Mann hatte einfach alles im Griff. Genauso ein Hammertyp, wie er auf dem Feld ist und wie wir ihn bei unseren Videodrehs erlebt haben. So ein Wahnsinnstyp ist er auch, wenn es dann zu Ende ist und man sagt, okay, jetzt noch einmal hoch die Tassen. Alle waren da, die irgendwie da sein konnten. Er hat die Rookies irgendwelche Sachen holen geschickt, wenn irgendein Getränk alle war. Dann mussten die Rookies neue Sachen. Und hier hast du meine Karte, geh mal auf mein Zimmer, da ist noch Cola. Der Tatakasten hat noch das und das, geh mal dahin. Hier hast du seine Karte, mach mal. Wir brauchen noch, die Lautsprecherbox ist alle. Bitte hol mal eine neue. Ich habe keine, ist mir egal, organisier halt eine, du hast 5 Minuten. Und ich habe es mehrfach versucht, wirklich. Ich bin ja auch katholisch und mag sowas nicht, aber keine Chance. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich nur körperlich anwesend heute. Aber zum Glück ist spielfrei. Nach 33 Spielen in 20 Tagen, du merkst, was ich sage, ist spielfrei und ich, ja, schau mal, ich mache noch die Show hier und dann lege ich mich wieder hin. Ja, dann würde ich sagen, wenn du so schwächelst heute, ist es umso besser, dass wir Verstärkung dabei haben. Und zwar haben wir gleich zwei Gäste. Und zwar einmal Per Günther und Robin Benzing, die hole ich jetzt einfach mal dazu. Da ist der Per. Hallo Per. Hallo Siebes. Hallo Sven. Das ist der Robin. Servus. Hallo. Robin, bei Per würde ich sagen, long time no see. Das wäre gelogen. Bei dir stimmt's. Wir haben uns echt lange nicht gesehen. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Exzellent. Ja, alles gut. Alles gut. Ich würde sagen, Siebes, wir machen natürlich, du machst das gleich so ein bisschen. Wenn wir jetzt hier jemanden haben, Robin ist in Spanien in der Bubble und Per ist raus aus der Bubble und ich darf noch ein bisschen. Dann machen wir, was machen wir, Per? Wir machen heute den Bubble-Check. Oder wie? Oh, Bubble-Check. Ich würde sagen, den Blasenvergleich. Genau, wir schauen uns heute mal an, wer die bessere Bubble hat. Robin, wie erlebst du es bislang, die Bubble bei dir in Spanien? Wie fühlst du dich? Also ist alles in Ordnung. Man kann sich jetzt nicht so viel beschweren. Ich bin ein bisschen in Kontakt mit der deutschen Blase gewesen. Zum Beispiel mit Andi habe ich ein bisschen geschrieben, habe gefragt, wie es geht. Und man kriegt ja viel über Social Media mit. Ja? Ich habe zwar nicht viel, ich bin jetzt zwar auf Twitter, aber so viel kriege ich nicht mit, aber etwas. Und da habe ich schon ein paar Sachen gesehen, die wirklich top sind. Also die Unterkunft, dann die Sachen, die man machen kann mit Golfen und Darts und Tischtennis und dies und jenes. Also da ist Deutschland schon Spanien voraus, bei Weitem. Also wir haben eine Tischtennisplatte und 1,5 Schläger. Da lacht der Pär. Es geht ja schon und, los. Das ist schon wow, würde ich sagen, im Vergleich zu der deutschen Blase. Bei Weitem. Okay. Pär, schilder doch mal, was wir so. Schilder mal die Gamezone und Siebes, du kannst ja mal Bilder einspielen. Auf jeden Fall. Nee, die Gamezone haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Die Jungs und Mädels der Liga, ich glaube, Dartbo. Also, es wäre wirklich was für Benzing gewesen. Ich habe ihn, ich weiß nicht, wer das vielleicht weiß oder nicht weiß. Benzing ist sehr talentierter Barsportler. Also, Dart sowieso, Billard sowieso, Tischtennis aber auch. Also. Er ist, glaubt man nicht, man denkt ja, er wäre so ein großer Tollpatsch, der nur Basketball spielen kann, aber er ist wirklich sehr, sehr gefährlich in allen möglichen Sportarten und Tischtennis sowieso, also es wäre auf jeden Fall dein Metier gewesen. Dann gibt es noch, glaube ich, eine 2K-Station, Poker, alle, also großer Pokertisch, also war schon, man hat gemerkt, die Liga hat sich angestrengt auf jeden Fall.
Wie ist es denn jetzt für dich, Per? Du bist jetzt wieder zu Hause. Vermisst du es schon so ein bisschen oder sagst du dir, okay, hat irgendwann auch gereicht. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Vermissen? Nee, also ich bin Ich wollte tatsächlich froh. sagen. Es gibt, nee, es gibt natürlich manche Sachen. Heute Morgen war ich wieder mit der Entscheidung konfrontiert, was esse ich, wie viel Effort stecke ich in mein Frühstück, in mein Mittagessen und so. Also es ist schon auch irgendwie immer von alles, seine Sachen gewaschen kriegen, immer wieder tolles Essen und dann ab und zu eine Runde Tischtennis. Also es ist auch manchmal zwischendurch, gab es so ein paar Tage, die waren dann schon auch wie so ein Männertraum, aber ich bin natürlich froh, jetzt wieder bei meiner Familie zu sein und andere Vorzüge zu genießen. Das glaube ich. Ja, Stichwort Essen. Hier sehen wir das Barbecue. Sven, zu dem Kollegen mit der Perücke kannst du, glaube ich, ein bisschen was erzählen? Ganz genau. Robin, habt ihr auch so etwas wie eine gute Seele des Turniers? Das hier, wenn du dort siehst, das ist Valentino zusammen mit seinen Kolleginnen Marion und Jenny, die besten Barkeeper der Welt. Sie wissen es noch nicht, aber am Ende des Turniers, ich muss leise sein, weil der Valentino steht da vorne. Valentino, komm mal her! Kriegen Sie den MVB Award, Most Valuable Bartender. Siebes, mach doch mal den Perma groß. Du musst mal zu uns in die Show. Mach den Perma groß. Der Per Ich ist ja jetzt, glaube. Per Günther ist jetzt wieder draußen. Valentino, mein Freund, wie sieht's aus? Setz mal kurz auf, Valentino, dann hörst du und er. Wie läuft's, Chef? Alles im Griff? Wo bist du jetzt? Zu Hause oder was? Ja, zu Hause. War nicht so schön wie bei euch, du weißt, aber wir versuchen, was wir können. Danke, 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 das war nett für euch. War auch schöner Spaß. War schöner Spaß, das glaube ich. Ja, in 3 Tagen ist es auch frei. In 3 Tagen. Dauert noch ein bisschen. Ah, okay. Dann halte durch, mein Freund. Halte durch. Danke. Danke für alles. Ja? Check mit allen Leuten hier. Robin, habt ihr einen Valentino? Nein, haben wir nicht. Unser Essen ist auch bei keinster Weise auf dem Niveau der Deutschen. Also, das vermute ich jetzt einfach mal. So wird ja von die Bilder da von dem Barbecue, die man da mitbekommen hat, das ist bei uns ausgeblieben. Vielleicht kommt es noch jetzt morgen, übermorgen, wenn das Turnier zu Ende ist. Aber immerhin haben wir immer schöne Paella bekommen. Das, Hey, bist du erkältet, Alter? nö, aber wir sind halt jeden Abend auf der Terrasse und amüsieren uns da Hopfen halt oder und was? mal gucken, Du hörst dich was ein man bisschen tun kann. verraucht an. Kann Verschnupft. sein. Wenig geschlafen. Wir haben gestern unseren ersten Sieg geholt, deswegen mussten wir ein bisschen feiern. Also zumindest in dem Punkt ist es, würde ich mal sagen, Per, ähnlich wie bei uns. Wenn gefeiert, wenn gewonnen wurde, gerade in der Vorrunde und danach irgendwie ein bisschen frei war, dann haben die sich hier in der Bar schon alle gemischt und so weiter. Das ist bei euch, Robin, aber auch so, dass man einen schönen Kontakt untereinander hat. Wir brauchen Ja, für den Bubble-Vergleich, wir brauchen Gegner und keine Opfer. Okay, jetzt musst du mal ein bisschen punkten, sonst bringt das hier nichts. Sonst ne, also der Wettbewerb ist schon gewonnen für Deutschland, da wollen wir nicht diskutieren, aber statt schon, also wir haben uns so, wir haben eine schöne Dachterrasse und einen schönen Rooftop, das ist ganz, ganz nice an dem Hotel. Wetter ist ja phänomenal, natürlich Valencia, keine Frage. Und dann wurde oben halt, wir haben auch einen Pokerkoffer sogar, einen einzigen für alle zusammen. einen Pokerkoffer. Und dann haben wir ein bisschen zusammen gespielt, klar. Also, da trifft man sich schon, die kennen sich alle, die Jungs. Und ja, aber hier, wenn du siehst, was für ein Barbecue, also das ist ja. Wir haben ja nicht Ja, mal so eine ja. Außenterrasse. Also, wir können ja nicht mal raus. Also. Wie ist der neue Ausblick? Also da muss man sagen, Per, Genau. sag was zu unserem Ausblick. Und sei Wie war denn ehrlich. unser Aufzug? Autobahn oder was? Wir haben auf die Oder verdammte was für ein Baustelle Spaß? geguckt. Ja, okay, aber also wir sind auch Also. nicht am Meer. Also wir sehen das Meer nicht. Wir sehen auch hier nur Hochhäuser. Also es ist auch jetzt nichts Besonderes. Okay, Aber also wir ich haben sage anscheinend euch, auf eine Baustelle danke für die geguckt. Punkte. also vielleicht mit der Baustelle verliert ihr vielleicht, aber also einen grandiosen Ausblick haben wir jetzt auch nicht. Wenn du oben auf Rooftop stehst, auf Mann, der Mann, Mann. Dachterrasse, dann ist okay, Mann. Dann siehst du ein bisschen weiter Valencia, das ist ganz schön. Da siehst du die großen Gebäude und alles Mögliche, ja, toll, aber. Per, hast du das alles gut, hast du dich gut akklimatisiert, ohne zu sehr anzuecken zu Hause? Doch, doch, sehr gut. Blitzsauber. Das war ganz richtig reibungslos. Also, ich habe gestern noch nicht so viel gesprochen.
Aber jetzt habe ich heute Morgen habe ich den anderen Herrn Leuten dann auch Hallo gesagt. Also etwas verspätet haben wir uns dann quasi wieder getroffen, aber doch, danach lief, nachdem ich die Fähigkeit zu sprechen wieder gewonnen hatte, lief es wie am Schnürchen. Also ich hab morgens versucht, mit dir zu reden, als du noch hier in der Lobby saßt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe dir so ein Buch, dieses Sneakerbuch bei dir in den Rucksack getan, weil das war auch, du hattest ein bisschen Probleme damit, aber es war auch echt schwierig. Das Buch war so kantig, das war so ein viereckiges Buch und das ist ja dann immer ganz verzwickt. Da freut uns natürlich, dass es dir jetzt wieder gut geht. Ich glaube, den Bubblecheck haben wir uns ein bisschen spannender vorgestellt. Das ist auf jeden Fall ein Blowout zugunsten von Game-Set und Match. Ja, wirklich. Also da kommt nicht viel aus Spanien, Robin. Da kommt einfach nicht viel. Ja, aber ich war auch überrascht. Also ich war auch etwas enttäuscht, muss ich sagen. Also ja. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Wobei aber die Spanier haben alle gesagt, ja, die sind nicht überrascht, dass das passiert. Also die fanden es cool, was in Deutschland ein bisschen gezeigt, wie es in Deutschland abläuft. Und die haben gesagt, ja geil, aber die Spanischen, die machen gar nichts. Also. Okay. Ja, erzähl mal was Lustiges, Benzing, Alter. Was Lustiges? Ja. Wir haben unser erstes Spiel gewonnen. Ist das was Lustiges? Wie viele habt ihr denn schon gespielt? Das ist die Frage. Drei. Drei Spiele davor und dann, jetzt haben wir das vierte gestern gewonnen. Morgen spielen wir zum Abschluss gegen Madrid und dann gehen wir nach Hause. Ach, das wisst ihr schon, oder was? Ja, ja. Unsere Gruppe ist richtig knapp, aber wir sind die Einzigen. Also in unserer Gruppe haben vier Mannschaften noch die Chance weiterzukommen, nur leider Saragossa als fünfter. Erklär einmal kurz den Modus. Ja, wirklich. Wir haben zwei Gruppen. Fünf Teams? Mal mal kurz. Madrid. Vielleicht hat er doch noch eine Chance. Madrid, Burgos, Gran Canaria, Valencia, Andorra. Ja, sechs. Okay. Sechs. Und jeder gegen jeden und die ersten zwei Halbfinale. Adios. Und dann ja, aber dann auch einfach nur ein Spiel jeweils, ne? Nur ein Spiel. Oh, du da direkt. Okay. Ja, direkt, zack, zack. Und ja, wir haben angefangen gegen Burgos gleich, wir waren so ein bisschen wie Greilsheim, weißt du, so geile Saison gespielt und dann viele Spiele verloren, viele Spieler verloren, wichtige Spieler, zwei Amis bei uns weg, dann zwei Große noch weg. Eigentlich schon erwartet, dass es schwierig für uns wird, dann dachten wir gegen Burgos vielleicht, weißt du, können wir was holen, dann haben wir da ziemlich bitter verloren, das erste Spiel und ja, dann haben wir gegen Valencia gut gespielt, aber auch die Schnauze bekommen, dann haben wir gegen Andorra nicht schlecht gespielt, Schnauze bekommen. Und dann war es schon ein Turnier vorbei für uns. Weißt du, wie es bei Per gelaufen ist? Ja, selbstverständlich weiß ich das immer. Die Ulmer Mannschaft habe ich natürlich verfolgt. Ey. Die famose Spielweise von Jaka Lakovic. Ey. Die spanische Schule aus Barcelona hat er mitgebracht nach Ulm. Ey. Sensationell war das. Ey. Hat mir echt gut gefallen, ohne Scheiß. Reiß dich mal ein bisschen zusammen, Alter. Wieso redest du so ironisch über uns? Wieso? Das ist nicht ironisch, Mann. Das ist tot ernst. Wir sind die Ulmer, wir sind die Spatzen. Wir sind die, die immer wieder klatschen. Ey, pass mal auf. Weißt du, nichts gegen die Ulmer. Ende der Saison habt ihr nicht so gespielt, wie ihr jetzt gespielt habt. So. Phasenweise? Ihr habt so geil in dem Turnier gespielt jetzt. Ja, aber das hat man auch sonst schon vorher gesehen. Ich glaube, wir haben ein Spiel gegen Bamberg, da waren wir 20 Minuten auch so stark. Und auch so stark. Ja, also, ja, du hast schon recht. Wir waren natürlich, wir haben diesen famosen Basketball haben wir über weite Strecken jetzt gezeigt. Ja. Und da knüpfen wir nächstes Jahr daran an. Apropos nächstes Jahr, weißt du schon, wie es weitergeht? Hast du schon was gehört, Benzema? Wie bei mir, oder? Ja, ACB. Wann fangst du wieder an? Keine Ahnung. Das wissen die doch auch nicht hier, die sind doch völlig überfordert. Wir müssen erstmal das jetzt hier Ende bringen und dann muss man gucken, was hier eigentlich passiert in dem Land. Das ist aber nicht du hast so unterschrieben, ne? Ich habe unterschrieben wieder, ja. Also, einfach. Ja, danke. Siebes, wir gehen Kaffee trinken kurz, ne? In der Situation war es am besten, direkt schnell zu unterschreiben wieder, weißt du, weil durch die Krise ist echt alles bitter. Es war natürlich echt ärgerlich für uns, weil wir halt eine geile Saison hatten, Mann, war ein dritter Platz und aber dann wurden wir richtig. Hier sogar? Ja, Mann, wir haben richtig zerstört. Jetzt sind wir klanglos ausgeschieden, ihr Lappen.
Aber Benzema, du wolltest was von meiner freshen Brille hören, habe ich gehört. Ja, erzähl mal, was ist denn? Das ist ja atemberaubend. Junge, ich muss operiert werden nächste Woche. Ich war schon längst eigentlich auf dem OP-Tisch, als die BBL anrief und sagte, Donatius, du musst noch mal spielen. Ich sehe einfach gar nichts. Ich habe das ganze Turnier einfach nichts gesehen. Einfach blind hast du gespielt? Geil! Das erklärt einiges, ey. Das erklärt einiges, ja. Nein, also es ist schon wirklich tough. Also ich habe wirklich so, gerade in der zweiten Halbzeit, oft habe ich nichts mehr gesehen, aber deswegen, ich muss jetzt so eine komische Brille tragen, die mich auf die Operation vorbereitet und dann... Ah, ist irgendwas passiert oder einfach nur... Nein, ich habe so ein... über die letzten Jahre hat sich so... irgendwie so ein latentes Schielen, einwärts gerichtetes Schielen ausgebildet. Das heißt, ich sehe doppelt alles, ja. Cocaine ist a hell of a drug, ey. Ja, ja, jetzt müssen die mein Auge nehmen, jetzt müssen die das zur Seite drehen und den Muskel abschneiden, so einen seitlichen Muskel abschneiden und den dann einfach so ein paar Millimeter weiter nach vorne annähen wieder und dann zieht das automatisch mein Auge wieder gerade und dann bin ich wieder im Geschäft, so, dann sehe ich wieder alles. Guck mal kurz, wo Nils bleibt, ich bin sofort wieder da. Aber führ das ruhig in aller Ausführlichkeit. Nein, das war's schon, Details. Ja. Das ist eine All-Net-Spezial vielleicht wert. Ich kann den Doktor fragen, ob er ein bisschen live, draufhalten live kann. Live bei der OP dabei. Geht er jetzt sich übergeben oder was? Was macht er? Ich glaube, er sucht nach Nils. So, das sind gespielte Witze, das sind Svennys Spezialität, glaube ich. Ja, wirklich. Wirklich, das ist alles komplett durchgeskriptet. Aber das wird alles gut, oder? Ich meine, klingt ja... Das weiß ich nicht. Die Ärzte meinte so... Ich meinte so, und, kann was passieren? Du kannst doch schlecht laufen. Ja, also... Sie meinte so, ja, schlecht laufen kann prinzipiell alles. Sie können auch nur auf den, was sich über die Straße überqueren, da können sie auch vom Bus überfahren werden, hat sie gesagt. Ja, da habe ich nicht weitergefragt, da meinte ich, okay. Also sie meinte weg, aber für sie ist ein Klassiker, so Routine, gar kein Problem für sie, meinte sie. Okay. Wie oft macht sie denn das? Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es ist schon ab und zu, ja. Das macht sie schon. Also mein Problem ist nur, dass ich... Hat sie schon mal gemacht. Ja, das Problem ist, dass es in Tübingen passiert und in Tübingen kann man nicht trauen. Letztes Mal, musste ja zur Voruntersuchung dahin. Das war ich da. Und dann zum Abschluss geben die dir ja oft so Augentropfen, dass deine Pupillen so groß werden und du quasi, also du nichts mehr siehst, weil sie wollen irgendwas erkennen oder in deinen Augen. Und dann geben die mir dieses Zeug und das war so richtiges, so eine böse, also das war das, was du normalerweise beim Augendoktor kriegst, aber mal 10 gefühlt. Du hast wirklich nichts mehr erkannt. Die meinten so, sie rufen sie vorher bitte ihre Begleitperson an und dann kommen sie, also wenn die abgeholt werden, dann nehmen sie die Tropfen. Da habe ich die Tropfen genommen. Ich, der Boggy, Radoslav, Bogusal, wie heißt der da? Der Große da. Boggy, Radoslav. Boggy angerufen. Der wohnt in Tübingen. Boggy. Ich sage, Boggy, du musst mich abholen. Ich sehe gleich nichts mehr. Er sagt, kein Problem. Ich sitze im Warteraum und habe irgendwo mein Handy und mein Portemonnaie hingelegt, ja. Aber ich kann es nicht mehr sehen, weil ich nichts mehr sehen kann. Dann irgendwann, ich taste es einfach nicht. Dann schreie ich so. Ich so, ey, kann mal bitte jemand hier kommen? Mir bitte mein Handy und mein Portemonnaie suchen. Es muss irgendwo im 2-3 Meter Radius sein. Dann kommt irgendwann so eine Frau und sagt so, ja, wieso schreien sie denn hier rum? Ich sage, ich sehe nichts. Hier muss irgendwo mein Handy und mein Portemonnaie liegen. Dann sagt die, das ist nicht da. Boah. Dann hat einfach irgendeiner mein Portemonnaie und mein Handy abgezogen. Was ist los mit denen? Tübingen, ne? Und hast du auch nicht wieder gefunden? War wirklich wieder. Nein, also irgendwann war mein Portemonnaie halt ohne Geld einfach, war mein Portemonnaie wieder, immerhin so mein Ausweis und so wieder da. Mein Handy war natürlich weg. Hast du Boggy gefragt, ob er es hatte? Nein, Boggy war es echt nicht. Boggy ist ja nochmal hingefahren, war richtig sauer. Boggy war auf Krawallmodus. Ist hingefahren und wollte den Laden auseinandernehmen. Aber einfach einen Blinden beklaut, Junge. Ja, wirklich. Richtig schamlos. Per Günther zu beklauen, ist so ein bisschen wie Babys den Schnuller wegnehmen, glaube ich. Ja, wenn ich blind bin, dann ja, dann auf jeden Fall. Aber, worüber wir noch reden wollten, deshalb beenden wir dieses Thema jetzt. Ich wollte natürlich noch kurz mit euch über eure beiden Karrieren quatschen, die ja gleichzeitig begonnen haben in Ulm. Oder, Robin waren ja vorher. Ja, Per war früher. Per war ein Jahr vorher. Genau, du warst ein Jahr vorher. Okay. Und im Prinzip ist es so, Per ist seine ganze Karriere in Ulm geblieben, wird dort abgöttisch geliebt, hat keinen Titel gewonnen, ist so ein bisschen Reggie Miller-like, Robin Benzing,
hat auch in Ulm angefangen, ist ein Jahr später gekommen. Wir gehen einfach mal, ich habe einfach ihm wahllos Bilder gegeben von euch und er zieht das, geht einfach mal so durch. Ich skippe einfach mal ein bisschen durch. Und Robin war unterwegs, ist nach München gegangen, hat da einen Titel gewonnen. Du hast in Spanien gespielt, du hast in der Türkei gespielt, du hast länger Nationalmannschaft gespielt als Pär. Wie seht ihr die Karrieren vom anderen oder in welchen Punkten sagt ihr, Robin, naja, ich habe keinen Ort, so, an den ich so hundertprozentig gehöre. Per, ich habe keinen Titel gewonnen und habe nicht das Ausland in dem Maße gesehen. Könnt ihr darüber mal reden? Mach mal ein Foto zurück. Du hast ja schon gesagt, also ich, das ist ja eigentlich genau, was ich auch sagen würde. Ich meine, mit Per jetzt, der halt jetzt in Ulm Mr. Ulm ist und das ist halt schon irgendwie was Cooles, glaube ich. Also ich merke es jetzt so ein bisschen, dass ich jetzt wieder in der Schiene habe bei Saragossa, das ist jetzt komplett mein viertes Jahr jetzt und dass man wirklich in einem Verein so lange spielt, ist schon dann irgendwie was Besonderes, dass man dann wirklich dann da auch so das auch ein bisschen Heimat nennen kann. Nicht nur ein bisschen, ich glaube bei Per extrem. Aber bei mir zum Beispiel Saragossa, meine Familie und ich fühlen uns wirklich extrem wohl hier. Die Stadt ist super und nichtsdestotrotz war die Erfahrung für mich extrem wichtig, ins Ausland zu gehen. Also ich feiere eh Ausland extrem, deswegen jetzt auch Saragossa wieder. Aber wie gesagt, dieser Punkt mit Heimat und so, dass man in einem Verein länger spielt, so wie Per das in Ulm gemacht hat, finde ich absolut sensationell. Und da sieht man Fotos Per in der Menschenmenge. Da haben sie bestimmt gegen uns gewonnen gerade. In München. Wie ist es für dich, Per? Du weißt, dass du da geliebt wirst, aber du warst nicht im Ausland. Du hast bestimmte andere Dinge nicht machen können. Und es gab bestimmte Angebote. Safe! Nein, klar, es sind das so die beiden Extreme. Ne? Das sind die beiden Extreme, mit denen sich auch jetzt nicht Basketballprofis, glaube ich, im Leben einfach auseinandersetzen müssen. Das ist so. Was ich, wenn du jung heiratest oder ob du deine Arbeitsstelle nochmal verlässt nach 15, 20 Jahren. Wir müssen unterbrechen, Pär. Wir setzen gleich wieder an. Ja. Weil du musst zum Training. Setz dich hin. Was ist los? Was soll er denn jetzt hier machen überhaupt? Dieser kriegen Besuch. Nils Giffel. Wie sieht's aus? Nils, ihr altes Haus. Was willst du hier? Was willst du hier? Junge. Was macht ihr hier? Ey, wir quatschen ein bisschen über alte Zeiten. Ey, wir haben nichts zu tun, wir müssen kein Finale spielen, weißt du, deswegen. Wir müssen nicht trainieren. Das ist easy für uns. Das ist nur Madrid. Madrid kommt. Ach. Nee, bist du bereit denn? Bist du bereit für die wilden Ludwigsburger? Für Tommy Winbusch und seine Freunde? Wrestling? Ein bisschen Wrestling? Ja, für Markus Schneider. Habt ihr schon was ausgedacht? Geguckt, haben uns gerade angeguckt, die Offensive Rebounds, Mann. Die wilde Fahrt, ey, von dem. Aber, shit, vier Leute, die immer scoren, Mann. Du musst halt zwei rausziehen. Ja. Da könnt ihr vielleicht mal nicht eure drei Besten schonen, sondern müsst ihr jetzt vielleicht sogar mal komplett dann antreten. Das solltet ihr euch mal überlegen. Was soll das denn heißen, Pär, Alter? Ich hab da jedes Spiel gespielt, Mann. Ja, du hast jedes Spiel gespielt, das stimmt. Du bist ja auch der Marathon-Mäßig. Ja. Du bist der Captain, ey, du musst spielen. Der Kapitän muss auch. Tommy, gib mir Zeichen. An dem Bass, Alter. Tommy, gib mir Zeichen, dann musst du los. Tommy hat Stress. Tommy hat immer Stress. Man hat Tommy keinen Stress, ey. Ja. Sieht aus, erzähl mal was, Nesi. Robin. Was? Wie sieht's aus bei euch, Alter? Ach so. Schönen Game Room, Alter. Wir haben gar nichts. Wir haben Tischtennisplatte und eineinhalb. Wir hatten am Anfang zwei Tischtennisschläger. Dann haben Carlos und ich haben gespielt und Carlos hat den kaputt gemacht. So, das Ding ist abgebrochen, ja? So. Und ja, okay, cool. Dann sind wir runtergegangen, haben uns entschuldigt, okay, wie sieht's aus? Das ist ja alles klar, kein Problem. Anstatt einen neuen zu sorgen, haben die ihn zusammengetaped, ja. Und jetzt haben wir noch so einen anderthalb, jetzt haben wir anderthalb Schläger. Ist spanische Variante. Also ist weit entfernt von dem Entertainment-Programm. Aber dürft ihr nicht was bestellen? Von dem Golfplatz, den wir haben. Ihr dürft doch was bestellen, oder nicht? Bei Amazon oder so. Was ist denn los, Alter? Wie bestellen? Was ist denn los? Ja, ihr könnt doch Sachen bestellen. Pakete, so. Paket an der Stelle. Nee, ciao.
So, ja, klar können wir das machen, das, aber gut, das machen vielleicht die Spanier, aber ich habe jetzt auch noch niemanden, also ich habe jetzt bis jetzt wenige Pakete. Stell dir doch mal einen anständigen so Schildkröte, so einen richtigen Jola oder so, der richtig zieht. Bestell dir mal einen guten Schläger. Noch ganz kurz von euch beiden, wer gewinnt hier das Finale? Alba. In Deutschland. In Deutschland, ja, hier im Hotel. In Deutschland, Berlin. Mit einer Punktedifferenz von 21. Boah. Nehme ich an. Deutlich. Schauen wir mal. Ja. Jungs, es ist schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Du in Spanien in der Blase und Peer, du am zwei Tage, nachdem du wieder hier in die Freiheit entlassen worden bist. Vielen Dank dafür. Und Peer, geh raus, genieß die Sonne. Robin, es tut mir leid, dass die Spanier das nicht so gut hinkriegen. Ey, wenn die irgendwelche Fragen haben, ja? Ich gehe auf die Terrasse und genieße die Sonne. Das geht schon. Da kommt Himmel. Ja, okay. Auf Rooftop, da kommt wenigstens viel Sonne hin. Ist gut. Hol dir keinen Sonnenbrand. Und Siebes, der Meister der Videobedienung. Der Technik. Hey, Siebes kam gar nicht zu Wort, habe ich das Gefühl. Ja, okay. Let's go. Ja, aber ja. Komm mal, schön raus. Ja, ja, was zum Abschluss, komm. Wir drei sind ruhig. Soll ich auch noch du sagst jetzt noch eine Minute. Ein abschließendes Statement machen, wie ich als Außenstehender ein Basketballturnier in Deutschland erlebt habe. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe mir die Spiele alle angesehen auf Magenta Sport und ich muss sagen, ich fand es auch klasse. Super. 8,5 von 10 Punkten. 8,5 ist nicht so schlecht. Wahnsinn. Nicht schlecht. Spiel, ne? Ja, und zu viel Blowouts. Und, von mir auch nochmal ein riesen Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, habt eine schöne Offseason, bleibt gesund. Selbstverständlich. Ihr auch, ey. Vielen Dank. Hatte, tschüss. Macht's gut. Ciao. So, ja, Sven, ich würde sagen, uns hat man heute gar nicht wirklich gebraucht, oder? Bislang zumindest. Bislang zumindest. Ey, ich habe kein Problem damit, okay? Ich muss heute, ich möchte nicht. Aber ich finde das. Mein Redeanteil war sehr gering, aber die beiden Jungs haben das von selbst getragen. Da muss man auch nicht dazwischen grätschen. Die haben eine geile Dynamik und ich habe einfach auch gerne zugehört. Ich war so ein bisschen in der Zuschauerrolle. Was schaust du dich schon wieder um? Ich schaue mich um. Weil dein Redeanteil eben so klein war, trifft sich das sehr gut, dass ich noch einen Überraschungsgast für dich habe. Mein für mich? Lieber Siebes, ganz genau. Oh, oh. Und gibt es hier im Hotel jemanden, der unbedingt noch einiges mit dir zu klären hat? Und zu da klären? Jetzt mal zu klären. Kriegst du richtig den Kopf gewaschen. Ich schaue mal. Jetzt bin ich gespannt. Da kommt nämlich gerade die Ludwigsburger Mannschaft, kommt gerade vom Training zurück, ja, wie ihr hier seht. Mit Ludwigsburg habe ich da nichts... Was habe ich denn mit Ludwigsburg zu klären? Keine Ahnung. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Siehst du, so, da kommt doch auch. Bobo geht es übrigens wieder gut, wie man sieht. Kann er spielen? Er bewegt sich ganz. Er sagt natürlich nichts, ja? Okay. Ariel Oporti. Und hier. Okay. Habe ich hier mal jemanden für dich, der sich einfach mal hinsetzt? Ah! Hey! David, was geht? Oh, Receivers, Alter. Mit dir sollte ich eigentlich gar nicht reden, ich schwör's dir. Wieso das denn? Bist du immer noch nachtragend? Hey. Meine Frage, das ist for life, ne? Das werde ich niemals los. Das wirst du niemals los, ja. Da hast du mich einfach betrogen. Du hast ganz Basketball Deutschland eigentlich betrogen. Erklär doch mal kurz den Zuschauern, die nicht wissen, worum es geht, wieso du so enttäuscht und wütend bist. Ich habe damals, letztes Jahr beim Dunking-Contest war das, glaube ich, ja? Ja, 2019, genau. Ja, mein Freund Siebers war in der Jury beim Dunk-Contest mit dabei. Und ich hatte einen von unseren Spielern war mit dabei, Aaron Beth. Und ich hatte ganz stolz gesagt, dass er auf jeden Fall den Dunking-Contest gewinnen wird. Und er war auch eigentlich ganz klar der beste Dunker im Dunking-Contest, muss man dazu sagen. Hatte, glaube ich, von den 5 besten Dunks 4 davon. Ja, und dann hat Seabass in der letzten Runde ihm eine 9 gegeben statt eine 10 und dadurch hat Austin Hollins gewonnen. Also, nee, so war das nicht. Ich habe nicht den Dwayne Wade gemacht. Es gab nämlich nicht die 9. Es gab doch nur, man musste doch für einen von beiden stimmen. Achso, ja, stimmt. Okay, noch schlimmer. Du hast dich für einen anstatt den anderen entschieden. So, aber wir waren doch zu dritt. Ich habe es nicht alleine entschieden. Ja, aber du hast ja das letzte Ding hochgehoben. Also,
Ja, auf jeden Fall. Auf du jeden hattest Fall, in der Hand, du hast gewusst, dass du hattest in der Hand. Das stimmt. Ich habe mich auch schwer getan, aber es war eine knappe Entscheidung. Und ja, ich gucke danach. Ganz klar die falsche Entscheidung. Aber ich gucke dann nach dem Dunking-Contest so in meine DMs und auf einmal geht's ab. David, was hast du dir dabei gedacht? Wie kann das sein? Und seitdem ist das so ein kleiner Running-Gag zwischen uns. Auch als dann dieser NBA-Dunking-Contest war mit Dwayne Wade, hast du mir auch direkt wieder geschrieben. Hab ich dir auch direkt geschrieben. das bist du. Ja, sehr nice. Ja, schön, dich mal zu sehen. Wie geht's dir? Gut, soweit so gut. Ja. Semifinale, für uns läuft es echt wirklich sehr, sehr gut. Das ganze Turnier, der ganze Ablauf in der BBL, sehr gut organisiert. Man vermisst natürlich seine Familie, also ich vermisse meine Familie, natürlich meine Frau, aber sonst ist wirklich, wir können uns nicht beschweren, es geht hier gut. Ist alles super, wirklich. Ja, er macht auch wirklich Spaß, euch zuzuschauen. Jetzt hatten wir gerade hier Per Günther und Robin Benzing noch im Gespräch und die haben wir natürlich nach ihrem Tipp gefragt. Und jetzt haben beide gesagt, dass das Ding an Alba geht. Deswegen musst du mir jetzt mal ganz kurz ein, zwei Gründe nennen, wieso ihr das Ding am Ende holen werdet. Ich meine, es ist jetzt schwer zu sagen, warum wir das Ding jetzt holen werden. Aber ich kann nur eins versprechen, dass wir alles dafür geben werden. Und dass wir mit viel Herz spielen werden. Und dass wir eine sehr gute, talentierte Mannschaft haben, die auch von anderen Mannschaften schon unterschätzt wurden. Und uns gefällt diese Außenseiterrolle. Ja, die sollen ruhig alle glauben, dass Alba gewinnt und dass Alba das sowieso nach Hause schaukelt. Und es gibt uns einfach nur noch mehr Motivation, um das dann in unsere Richtung zu entscheiden, natürlich. Ja, hat man ja auch gemerkt in den Spielen gegen Ulm. Ihr wart deutlich hinten, auch im zweiten Spiel. Aber ihr gebt einfach nicht auf und ihr glaubt einfach immer dran, dass ihr das Ding holen könnt, ne? Ja, klar. Sehr selbstbewusste Truppe, aber wirklich auch sehr talentiert. Da haben wirklich einige Leute, die auch in den nächsten Jahren auf sehr hohem Niveau spielen sehen wird, entweder in der Euroleague oder in der NBA. Von daher müssen wir uns, glaube ich, vor keinem verstecken. Natürlich Alba eine sehr, sehr gute Mannschaft und die sind auch Favorit. Das ist auch klar. Die waren die letzten Jahre immer im Finale. Sind jetzt Pokalsieger dieses Jahr. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, sehr gut gecoachte Mannschaft. Und, von daher sollen die ruhig Favorit sein, aber jedes Spiel muss erstmal gespielt werden und wir haben Selbstbewusstsein, wir glauben an uns und dann schauen wir, was nach 80 Minuten rauskommt. Ja. Ja, so sieht's aus. Also ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe einfach, dass es ein enges, spannendes, packendes Finale wird. Ich glaube, das wäre der krönende Abschluss zu diesem tollen Turnier. Wünsche euch das Beste. Freue mich drauf. Und und danach, wenn wir uns nicht mehr sprechen, wünsche ich dir schon mal eine entspannte Offseason. Zurück bei der Family. Und wir sehen uns vielleicht. Ich wünsche dir ein besseres Urteilsvermögen für den nächsten Dunking Contest, den du just. Ich werde dran arbeiten. Okay? Riesenbaby ist auch da. Okay. Ariel, was geht? Ja, Stimmung ist gut. Laune ist gut. So muss das sein. Also, viel Erfolg am morgen und Sonntag, ne? Ja, genau. Morgen und Sonntag. Ja, alles klar, sehr schön. Gut, dann, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder bei dem ein oder anderen Dunking-Contest. Bestimmt. oder auch mal so. Und viel Erfolg. Danke dass du dabei warst. Sven, ja. Alles klar, mach's gut. Ciao. So. Ja, das war eine schöne Überraschung, Sven. Das war eine schöne Überraschung. Ich hoffe, du hattest ein nettes Gespräch. Ja, klar. Doch, klar, das ist alles Spaß. Doch, ich freue mich immer, mit David zu sprechen. Das ist so ein Running Gag, der uns jetzt ein Leben lang begleiten wird mit den Dunking Contests. Ja. Weil einmal noch, David, kannst du mir die einmal geben? Ich brauche die jetzt. Ja. So, dankeschön. So, dann können wir doch jetzt eigentlich. Ich mach mal deinen Reden. Können wir los? Und Sven, ich freue mich einfach, dass dieser Tag da ist, denn die Zuschauer wissen es ja schon, wir nehmen am Donnerstag auf. Ihr seht das hier erst am Freitag. Ich kann Sven jetzt endlich sagen, zum ersten Mal, Sven, du darfst heute nicht in die Halle, oder? Ja, okay, das ist halt kein Spiel. Ich meine, heute ist Hoteltag. Ja, das heißt, du bist jetzt einfach den ganzen Abend im Hotel. Ja, aber ist halt kein Spiel. Erstmals nach 20 Tagen. Mal schauen, wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig, ja. Okay, dann halt so. Warte eine Sekunde, dann zeige ich dir mal kurz was. Ja. Du zeigst mir ja immer deine Jordans, mit denen man sicherlich nicht mehr spielen kann. Ich zeige dir jetzt mal meine Bullshit-TV Hyperdunks. Ja, und das Gute an denen ist, mit denen kann man noch spielen. Und das werde ich nämlich gleich auch tun. Ich fahre nämlich jetzt in die Halle
und werde nicht nur zuschauen. Ich weiß, dass du auch noch sehr, sehr gerne Basketball spielst und das werde ich nämlich jetzt tun. Ich gehe zu meinen Jungs und wir zocken eine Runde. Und das ist etwas, das du nicht machen kannst. Du kannst vielleicht Golf spielen und Tischtennis, aber du kannst nicht deiner Lieblingssportart nachkommen. Und genau das werde ich jetzt tun, deswegen bin ich raus. Kümmer dich um die Verabschiedung, alles andere ist mir egal. Ich gehe zocken. Tschüss! ja, Kevin allein zu Hause. Ja, okay, Punkt für Siebes, alles klar. Meine Damen und Herren, das war die fünfte Ausgabe von AllNet Spezial. Aktuell, verdammt nochmal, aus dem Hotel. Einen schönen Abend noch.